Wie kann es sein, dass die Welt noch heute über eine Statue spricht, die gerade mal 54 Jahre lang stand, und zwar vor mehr als 2000 Jahren? Was machte diese beeindruckende Konstruktion so einzigartig, dass sie heute noch ein Thema ist? Ich spreche vom Koloss von Rhodos. Er gilt als eines der 7 Weltwunder der Antike, neben den Pyramiden von Gizeh und den hängenden Gärten von Babylon. Um diese antike Statue ranken sich viele Rätsel. Widmen wir uns daher erstmal den Fakten. Wir wissen, dass die Rhodier dieses monströse Projekt nach der mazedonischen Belagerung in Angriff nahmen. Anders ausgedrückt, es war ihre Art, den höheren Mächten für den Sieg zu danken. Man verwendete viele Materialien, die die Mazedonier zurückgelassen hatten. Der Bau der Statue dauerte schätzungsweise 12 Jahre. Die meisten zeitgenössischen Darstellungen der Statue geben eine Größe von etwa 32 Meter wieder. Das entspricht ganz grob der Größe der Freiheitsstatue. Sie ist 46 Meter hoch. Das ist nicht wirklich viel. Ich meine, die Freiheitsstatue steht nur an 52. Stelle der größten Statuen der Welt. Spitzenreiter ist die Statue der Einheit in Indien. Sie ist atemberaubende 182 Meter hoch. Doch für damalige Zeiten war auch der Koloss schon eine beachtliche Leistung. Die Höhe ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit des Koloss von Rhodos und der Freiheitsstatue. Wir wissen, dass die Freiheitsstatue als moderner Koloss bezeichnet wird, da beide ein Symbol der Befreiung darstellen. Im Podest der New Yorker Statue gibt es sogar eine Tafel, auf der der erste Vers des Sonetts verewigt ist. Der neue Koloss, nicht wie der griechenehener Koloss. Für den Bau dieser mächtigen Statue wurde jede Menge Bronze benötigt. Antiken Aufzeichnungen zufolge wurden etwa 12 bis 13 Tonnen des Materials verarbeitet. Selbst für die Neuzeit ist das viel. Damals hieß es, dass die Bronzeindustrie der gesamten Welt in das Projekt involviert war. Mit dem Entwurf der Statue wurde ein Mann namens Charis von Lindos, ein griechischer Bildhauer, beauftragt. Der Bau erstreckte sich von 294 bis 282 vor Christus. Leider erlebte Charis das Resultat seiner Arbeit nicht mehr. Man weiß nicht genau, was geschah. Aufzeichnungen lassen jedoch vermuten, dass der Bau des Koloss von Rhodos ihn in den Bankrott getrieben hatte, da er die Kosten nicht korrekt berechnet hatte. Was ihm nicht zu verübeln ist, niemand hatte je zuvor etwas in dieser Größe gebaut. Trotzdem wissen wir bis heute nicht, wie der Bau mit den damaligen Mitteln überhaupt möglich war. Sie verfügten über keinerlei Technik, wie wir sie heute kennen, wie Bagger oder Kräne. Quellen behaupten, an Ort und Stelle wurden völlig neue Methoden entwickelt, um das Bauwerk Stück für Stück zusammenzusetzen. Vermutlich wurde die Statue in mehrere Abschnitte unterteilt. Als erstes wurden die Füße gebaut. War ein Abschnitt beendet, füllte man Unmengen Erdreich auf, um am nächsten Abschnitt arbeiten zu können. Entsprechende Aufzeichnungen entstanden aber erst 100 Jahre nach der Fertigstellung der Statue. Ob die Informationen akkurat sind, ist daher ungewiss. 12 Jahre lang bauten die Griechen rund um die Uhr am Koloss von Rhodos. Sie begannen mit einem Fundament aus Marmor, auf dem die Füße der Statue ruhten. Anschließend errichteten sie eine Art eisernes Skelett, an dem die Bronzeplatten befestigt wurden. Aber warum wurde überhaupt Bronze verwendet? Das hatte vor allem praktische Gründe. Bronze ist robuster als Eisen und hält extremen Wetterbedingungen eher stand. Man bedenke, die Statue befand sich direkt am Meer. Die Luft war demzufolge recht salzig. Das Baumaterial musste daher sehr widerstandsfähig sein. Und der Standort? Darüber wurde ebenfalls lange diskutiert. Zunächst glaubten Wissenschaftler, die Statue hätte mit den Füßen jeweils links und rechts vom Eingang des Mandraki-Hafens, einem von vielen in Rhodos, gestanden. So imposant das auch klingen mag, ist es doch nicht sehr wahrscheinlich. Während der Bauarbeiten hätte der Hafen gesperrt werden müssen. Davon ist in Aufzeichnungen jedoch nichts zu finden. Zudem hätten die Trümmer nach dem Einsturz ebenfalls den Hafen blockiert, wovon nirgends etwas geschrieben steht. Aktuellere Darstellungen zeigen den Koloss entweder auf der Ostseite des Mandraki-Hafens oder sogar ein Stück weiter inland. Doch was widerfuhr dem beeindruckenden Bauwerk? Ist wirklich gar nichts von ihm übrig? Und warum überlebte es gerade mal 54 Jahre, nachdem der Bau so lange gedauert hatte und das Werk den Einheimischen so wichtig war? So geliebt und bewundert er auch war, ein Erdbeben riss den Koloss von Rhodos einfach zu Boden.
Der Geschichte zufolge ließ die bebende Erde den Koloss an den Knien einknicken und umstürzen. Trotzdem wurde die Statue weiterhin jahrhundertelang verehrt. Die Rhodier verzichteten darauf, sie wieder aufzubauen, da sie den Einsturz als Zeichen sahen und nicht wagten, dem Schicksal zu widersprechen. Mitte des 7. Jahrhunderts wurden die Überreste der Statue abtransportiert. Es heißt, es bedurfte 900 Kamele, um die Bronzestücke zu entfernen. Und wie sah die Statue nun aus? Auch das liegt bisher im Dunkeln. Obwohl die Statue ein Symbol des Stolzes und der Unabhängigkeit für die Einheimischen war, tauchte sie nie auf Münzen auf, obwohl das zu der Zeit üblich gewesen wäre. Die Kunsthistoriker glauben, dass der Koloss den Darstellungen der mythologischen Figur entsprach, ein Mann, aus dessen Kopf Sonnenstrahlen ragen. Die Position seiner Hände ist fraglich. Manch einer meint sogar, er hätte eine Fackel in der Hand gehabt. Es wäre auch möglich, dass seine Hände nach unten wiesen oder die rechte Hand gehoben war, wie in Abbildungen der griechischen Mythologie. Das Original können wir vielleicht nicht bestaunen, aber es gibt Pläne, den Koloss zu rekonstruieren. Eine Gruppe europäischer Architekten beabsichtigt, eine moderne Version des antiken Bauwerks zu errichten. Die neue Statue soll 150 Meter hoch werden. Sie soll als Kulturstätte und Leuchtturm dienen. Um sicherzustellen, dass sie nicht dasselbe Schicksal wie ihr antikes Vorbild ereilt, sollen modernste Technologien zum Einsatz kommen. Zunächst soll die gesamte Oberfläche mit Solarmodulen verkleidet werden, um das mächtige Bauwerk mit ausreichend Strom zu versorgen. Außerdem sollen modernste Methoden dafür sorgen, dass ein Erdbeben dem neuen Koloss nichts mehr anhaben kann. Dafür soll die Statue auf einer Dreifußkonstruktion ruhen, die aus den beiden Füßen und der über seinem Arm bis zum Boden hängenden Schärpe besteht. Als Gegengewicht ist eine mächtige Stahlkonstruktion am Fundament der neuen Statue geplant. Sogar eine Art Federung ist im Gespräch, um der Konstruktion einen gewissen Spielraum zu ermöglichen, um allen Arten von Wetterunbilden widerstehen zu können. Die Kosten für das Projekt sind beachtlich. Geschätzt wird es 283 Millionen verschlingen. Unterstützer des modernen Koloss sind aber optimistisch, dass das Geld mit Hilfe von Crowdfunding und privaten Investoren aufgebracht werden kann.